Hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viele herzliche Grüße aus dem Lockdown Light hier bei mir zu Hause. Hier war ja schon einigermaßen lange Ruhe auf dem Kanal. 12 Monate, glaube ich, habe ich hier nichts gepostet. Jedem professionellen YouTuber stehen da die Haare zu Berge, weil er doch weiß, regelmäßige neue Videos, die halten sozusagen die Follower bei der Stange. Ein Video im Jahr ist ja regelmäßig, kann ich da nur erwidern. Die Intervalle sind bei mir einfach ein bisschen länger. Und jetzt Mitte, Ende November 2020 habe ich bei mir auf der Festplatte noch Material vom letzten Ausflug entdeckt und dachte, die Gelegenheit kann ich mal nutzen und das jetzt mal in ein schönes Video gießen. Es geht bei der Tour wieder um eine 3. Oktober-Tour, Tag der Deutschen Einheit. Die führt uns wieder nach Osten. Die Belegung ist diesmal ein bisschen anders. Vor mir fährt zwar noch Mante, den ihr am weißen Helm erkennt, und hinter mir fährt Johannes, der sich diesmal mit angeschlossen hat. Los ging's wieder in Richtung Nordosten, hier an der A11 entlang, die ihr hier als dünne Linie nach oben ziehen seht. Da kommt man einfach am schnellsten aus dem Puschen und Brandenburg ist zwar schön und hat schöne Ecken, aber wir wollten uns wieder nicht damit aufhalten, das Umland zu entdecken, sondern wir wollten an die See. Hier geht's an der Oder vorbei, über die Oder drüber bei Stettin wollten wir dann von der Autobahn runter. Da haben wir auch das erste Mal getankt. Das sind, glaube ich, so 200 Kilometer, die man bis dahin zurücklegt von Berlin aus. Und in Polen kann man einfach sehr gut tanken, wie ihr hier am Schild im Hintergrund seht. Das sind Zloty. 1:4 ist die Umrechnung und das ist einfach sehr günstig gewesen. Bei so wechselhaftem Wetter hole ich gern meine ollen Gamaschen. Heißen die für die Finger auch Gamaschen? Ich kenne das eigentlich nur für die Füße, Gamaschen. Da habe ich eigentlich auch welche. Aber diese hier sind für die Finger. Da kann man nämlich seine normalen Sommerlederhandschuhe fürs Motorradfahren tragen. Und wenn es jetzt mal so gemischtes Wetter ist, wie das da gewesen ist, dann zieht man die einfach drüber und hat schön warme Hände. Und der Wind pfeift einem auch nicht in die Jacke. Dafür waren die super. Wir hatten wieder keinen so richtigen Plan, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wussten, wir wollen ein bisschen wieder im Wilden campen und nicht zwingend in eine Pension steigen. Mante kriegt man sowieso nicht in eine Pension. Das habe ich jetzt mehrmals schon versucht, weil ich dachte, ich habe dann so argumentiert, dann brauchen wir kein Zelt mitnehmen, dann kann man so ein bisschen leichtes Gepäck und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen durch den Wald fahren und so weiter, ohne diese ganzen Plünden dabei. Mante will das immer nicht. Mante will ein bisschen Abenteuer erleben. Johannes war diesmal dabei, weil der einfach gesagt hat, er hat sonst bei sich in der Ecke keine Leute mehr, die mit ihm zelten gehen und die einfach das auch mal so ein bisschen spontaner alles angehen wollen mit den Übernachtungen und so weiter. Wir kennen ihn aus dem Forum, aus dem FGS-Forum. Der hatte zwar eine große GS, aber er hatte mal eine kleine. Ich glaube, die hat er auch immer noch und die steht irgendwo in der Garage. Er ist diesmal mit einer großen GS dabei. Hier auf der linken Seite ein riesiges Amazon-Lager. Sollte mich nicht wundern, wenn da auch schon so ein paar Artikel von mir durchgeflutscht wären. Obwohl ich jetzt in letzter Zeit immer versuche, ein bisschen weniger bei Amazon und ein bisschen mehr beim Buchladen um die Ecke zu bestellen. Die verdienen so viel Geld jetzt in der Krise. Man kann sich das nicht vorstellen. Die brauchen nicht mehr, sondern hier der Laden bei mir um die Ecke, der braucht mehr. Wir sind also nach dem Tanken, wollten wir erstmal wieder zurück auf die Schnellstraße und dann hinter Stettin von der Schnellstraße runter. Halbe Stunde später haben wir schon wieder frohlockt, weil das Wetter super war plötzlich und ich hatte zwar noch meine Gamaschen an, aber es wäre jetzt eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen. Das Problem war nur, das war überhaupt nicht stabil. Wenn man die auszog, dann dauerte es nur 5 Minuten und es regnete wieder. Und deswegen habe ich sie einfach dann auch über einen längeren Zeitraum angelassen. Das ist so, wie wenn man einen Regenschirm mitnimmt. Wenn du einen dabei hast, dann regnet es nicht. Und wenn du keinen dabei hast, dann wirst du nass bis auf die Knochen. Hier fahren wir jetzt schon wieder ein bisschen über die Dörfer. Mal ist Mante vorne gefahren, mal ist in diesem Fall Johannes vorne gefahren. Wir hatten alle Navi dabei. Ich glaube, Johannes hat Garmin und Mante hat so ein mittelaltes TomTom. Und je nach Stand der Software routen die einen natürlich unterschiedlich. Und man muss dann einfach, wenn man so zu dritt fährt und alle fahren mit Navigationsgerät, muss man sich einfach mal auf die Zunge beißen. Also wenn dein TomTom sagt, geradeaus ist die richtige Strecke und dein Vordermann biegt ab, dann fährst du dem hinterher. Deswegen ist er ja dein Vordermann, weil er vorfährt und du fährst hinterher.
man kann da immer noch drüber reden, wenn es dann irgendwann nicht klappt und man steht in der Sackgasse. Zwischendurch mussten wir dann auch immer wieder mal einen Unterschlupf suchen, weil es so heftig war mit dem Regen. Hier haben wir dann in so einer kleinen Ortschaft einen Platz gefunden, das war wahrscheinlich so für Picknick oder so gedacht. Und über uns pladderte es, aber wir standen wenigstens im Trockenen. Man hat ein bisschen Geld gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es mitgenommen hat. Ich glaube, was ist die kleine Währung in Polen? Ist das auch Lipa oder ist das Kroatien? Ich weiß es nicht genau. Zloty ist auf jeden Fall die größere, also in Anführungsstrichen größere. Hier sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Aber da sieht's scheiße aus. Bisschen später konnten wir weiterfahren und dann regte sich schon so der erste Hunger. Und was kann man in Polen Besseres machen, als sich in ein Restaurant setzen, was komplett leer ist und wo man erst denkt, wird hier gar nicht, ist gar nicht geöffnet oder was? Aber es war geöffnet und es gab sogar alles, was wir uns gewünscht haben. Es gab Suppe, es gab Pierogi mit Butter an geschützten Zwiebeln obendrauf. Das kann man sich alles gar nicht besser ausdenken. Und dann kann noch so schlechtes Wetter sein, wenn du zwischendurch sowas auf den Tisch gestellt bekommst, dann bist du wieder fit für die Weiterfahrt. Ich hatte die Pierogi mit Fleischfüllung und Johannes hatte die mit, ich glaube, Kartoffelkrautfüllung oder Kartoffelpilzfüllung. Die sind wie immer sehr lecker, wenn man die da vor Ort bekommt. Eine rote Beetesuppe gab es auch noch dazu. Nach dem Essen gleich wieder auf den Bock geschwungen und dann wussten wir schon so, naja, jetzt muss man sich so binnen der nächsten 2 Stunden oder 1,5 Stunden muss man sich irgendwo einen Platz suchen und ein bisschen einkaufen muss man auch noch, weil wenn es dunkel ist, will man ja was zu essen haben und so. Da haben wir ziemlich lange gesucht, bis wir einen Laden gefunden haben, was jetzt weniger daran lag, dass das Wochenende war, sondern mehr daran lag, dass einfach da in der Ecke so einigermaßen weit im Norden waren wir da schon, dass es da irgendwie nicht so viele Supermärkte gab. Und deswegen waren wir einigermaßen froh, wie man hier sieht, dass wir einen gefunden hatten. Ist das nicht ein geiler Name für einen Supermarkt? Leviathan. Der sich Windende heißt das, glaube ich. Ob das nun so gemeint ist, dass man sich da durch den Supermarkt windet, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist immer so ein polnischer Supermarkt, egal ob es jetzt der sich windende Leviathan-Supermarkt ist oder einer von den anderen, wie heißt noch der mit den Marienkäfern? Es gibt so einen mit Marienkäfer-Logo und es gibt natürlich auch alle Supermärkte, die es bei uns irgendwie auch gibt irgendwie. Und drinnen, das ist eine große Wundertüte, so ein polnischer Supermarkt, weil es da für jemanden, der geschmacklich so ausgerichtet ist wie ich, super geile Sachen gibt. Also guck dir diese Wursttheke an, Manometer. Ich habe uns da mit Händen und Füßen ein paar Würste gekauft für, wir wollten eine Suppe machen und hatten noch Gemüse gekauft und so weiter. Also wir waren dann froh, als wir alles an Bord hatten und weiterfahren konnten. Wir waren auch nicht mehr so weit vom Meer entfernt. Man tut sich ziemlich schwer, wenn man da durch die Ortschaften fährt und nach einem Zugang zum Wasser sucht, erst recht ein, wo man sich vielleicht einfach unauffällig mit dem Zelt daneben legen kann. Dieser Ort hier heißt Sabinovo. Sabinovo kannten wir, da waren wir auch vor ein paar Jahren schon mal mit anderen Freunden gewesen. Und Sabinovo hatte auch Campingplätze, die waren natürlich alle schon zu. Ich hatte vorher ein bisschen rumtelefoniert und ein bisschen E-Mails geschrieben, um zu gucken, ob vielleicht noch irgendwo was offen ist. Unser Glück ist dann am Ende gewesen, dass nach der Saison diese Campingplätze alle quasi wieder auf Vordermann gebracht werden. Und wir trafen auch an einem Campingplatz, der komplett leer war an Sabinovo, trafen wir auf einen so einen Trupp von Handwerkern, der kam aus der Ukraine und sagte, ja, für Erde kein Problem damit, wenn wir jetzt hier noch unser Zelt aufstellen und so, der Besitzer wäre sowieso nicht da und wir könnten das schon machen, wenn der Preis stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja wie, was sollen wir denn jetzt hier bezahlen? Und dann hat er richtig so, er war der Handwerker, dann hat er richtig so geguckt, wie viele Leute wir sind, was für 3 Motorräder, so und dann 3 Zelte und dann hat er irgendwas auf den Zettel geschrieben, 20 Euro für 3 Personen, da haben wir uns dann ordentlich beschwert. Und dann hinter diesem Campingplatz, da war das Meer. Da waren wir dann schon happy, als wir da waren. Ich habe vor Schreck total vergessen, vielleicht auch mal ein schönes Video vom Meer zu machen.
Stattdessen gibt es in diesem Fall nur Fotos und einen Schwenk. Das muss jetzt erstmal reichen. Also die polnische Ostseeküste ist sehr schön. Wer da noch nicht gewesen ist, sollte da unbedingt mal hin. Die Strände sind alle schön und weiß. Sonnenbaden kann man auch am 3. Oktober, wie man hier sieht. Der Campingplatz selber, das war super, weil er war einfach unter diesen herbstlichen Bäumen. Wir konnten irgendwie mit ausreichend Schnarchabstand da unsere Zelte aufbauen. Sonst war, wie gesagt, niemand da. Und die haben da zwar noch irgendwie rumgewerkelt im Hintergrund, aber irgendwann waren die auch weg, als es dunkel wurde. Und wir konnten machen, was wir wollten. Wir haben mitten auf dem Weg hier erstmal zwischen zwei Bäumen unser Tarp aufgebaut und haben dann da angefangen zu kochen. Was machen? Knoblauch aktivieren. Will der nicht raus, oder was? Nee, der will auch nicht gepiekt werden. Da ist irgendwas. Sag doch, schneid ein Loch rein. Was Johannes da auf dem Kopf hat, ist nicht seine Narrenkappe. Ich glaube, es ist ein Handtuch, ja. Johannes hatte nämlich das Wichtigste vergessen, wenn man im Herbst campen geht, eine Mütze. Da denkt man ja immer nicht dran, weil als Motorradfahrer hast du ja die ganze Zeit diesen Helm auf. So. Da denkt man nicht dran, dass man den irgendwann auch mal absetzt. Ist mein Schneego. Und, ist lecker? Da. Schmeckt dir? Johannes, im Dunkeln dir auch? Ja. Von dir sieht man nur das rote Lämpchen. Mehr. Und das Geilste, wenn man so einen Übernachtungsplatz hat, der direkt am Wasser ist, ist natürlich der Sound. Aber hört euch mal bitte diese Wellenkulisse an. Am nächsten Morgen muss man sich dann ja auch nirgendwo abmelden, weil man hat ja den ukrainischen Handwerker schon bezahlt und sonst ist niemand mehr da gewesen. Wir hatten dann für den Vormittag sogar noch einen Tagesordnungspunkt, also nicht nur Motorradfahren, sondern wir hatten uns auch noch so ein bisschen was vorgenommen. Das wollten wir schon länger mal machen, auch bei unseren vorigen Polentouren, aber sind irgendwie nie dazu gekommen. Es gibt nämlich am Ende dieser langen Straße liegt ein Museum von einem Militärfreak, der heißt Marian, den kennen ein paar Leute von euch sicher auch, die mal D-Max gucken. Der sammelt irgendwie alles, was olivgrün ist und stellt das irgendwie vor und in und um sein Museum herum. Und da wollten wir unbedingt mal hin. Das, worauf ich hier stehe, das ist, beziehungsweise das war mal ein Fort Mutt. Da gibt es auch noch eine ganze Menge mehr. Die werden so der Reihe nach zurechtgeschweißt und wieder verkauft. Das sieht man ihnen nicht an, aber wirklich, es gibt Leute, die kaufen diese Dinger noch, wenn die wieder fit sind. Ah, dann ist das so eine Dekompressionskammer. Kannst du sitzen und liegen. Ja, doch, steht da. Ein Taucher. Kompressinia. Stell dir mal vor, er sitzt in so einem Ding. Also vom Flugzeug bis zum so kleine Mini-Bunker. Alles Mögliche hat dieser Typ da stehen. Riesige Teile, kleine Teile und dann riesige Teile, die, wenn man reinsteigt, dann ganz klein werden. Zumindest jetzt für mein Format. Das ist irgendein Raupentransporter. Ja. Bremse, Gas, alles da. Nur die Lenkung wird spaßig. Das ist eigentlich ein geiles Teil. Den mit Elektroantrieb, das fände ich richtig geil. Ach so, Kettenantrieb. Ja, das ist kein Lenkrad, sondern nur zwei von diesen. Stell dir mal vor, du hast so einen als Wohnmobil ausgebaut und kommst dann damit auf den Campingplatz an. Ey, mach mal Platz da vorne. Oder auch nicht, ist mir egal, ich fahr trotzdem. So sieht das hier drinnen aus. Und hier kann sogar sich noch einer neben dem Fahrer lang machen. Und einen Ausguck gibt es auch noch. Drinnen hatte der jede Menge Prüll stehen. Auch Motorräder und sowas. Also konnte man sich auch angucken. Ich glaube, in erster Linie waren das auch Ostmotorräder, Java und irgendwie, was man so im Osten geschraubt hat damals. Vierräder, Zweiräder, Hummer, alles Mögliche. Danach war wieder mal Zeit, ein bisschen was zu essen, Mittagessen. Bei mir waren es wieder Pierogi. Ich esse auch jeden Tag Pierogi, wenn ich muss. Ich habe da gar keine Probleme mit. So, Mante diesmal auch. Und Johannes hat eine Pizza gegessen. In Polen. Naja, also ich meine, wenn man mutig ist, dann kann man das auch machen.
Danach haben wir uns in die Wälder geschlagen, Richtung Süden. Und dadurch, dass wir da jetzt die erste Nacht am Meer auf so einem zwar geschlossenen, aber immerhin Campingplatz übernachtet hatten, mussten wir irgendwie dann auch für die zweite Übernachtung natürlich abliefern. Wir hatten auf der Karte einen ziemlich großen See entdeckt und hatten das Jahr davor ja ziemlich viel Glück gehabt mit so einem Übernachtungsspot an einem See. Deswegen waren jetzt Mante und ich irgendwie von der Idee beseelt, dass man auf jeden Fall, wenn man so einen großen See findet und da dran fährt, dann sind die Übernachtungsspots immer geil. Spoiler Alert, das kann ich mal vorne wegnehmen. Das ist leider nicht so, auch in Polen nicht. Das Problem bei diesem großen See war, dass wir überhaupt nicht zu ihm vordringen konnten. Weil in Polen bedeutet, dass es irgendwo einen großen See gibt, bedeutet noch lange nicht, dass er mit Straßen erschlossen ist. Zumindest war das von der Seite, von der wir jetzt gekommen sind, nicht der Fall. Also wir sind hier wirklich bestimmt eine Stunde durch den Wald auf unterschiedlichen Routen gefahren und haben irgendwie Zugang zu diesem großen See gesucht. Das ist mir da vorne zu schlammig. Wir versuchen es mal da, wenn man da links abbiegt. Man kann theoretisch, wir haben irgendeine Ausfahrt in Lipski verpasst. Da durch das Dorf mit dem Hund, da ist irgendwo die Straße. Ich guck mal, ob man da vorne links abbiegen kann. Sonst fahren wir den Weg zurück, einfach den wir gekommen sind, geht ja auch. Wir haben diesen Zugang zum See nicht gefunden und dachten dann irgendwann, naja, komm, sei es drum, denn der Wald hier ist ja schön, dann suchen wir doch uns hier irgendwo am Wald einen Spot. Bevor wir unsere Zelte irgendwo im Wald aufschlagen konnten, musste allerdings noch eine kleine Reparatur her. Da hatte sich nämlich vorne mein Scheinwerfer, ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann, hatte sich eine Schraube losgerüttelt. Die Lampe hing irgendwie auf 7:30 und ich habe dann irgendwie hinten an der Sozius-Fußraste habe ich eine abgeschraubt. Das war auch eine M8 und habe die vorne reingezwirbelt mit einer Kontermutter. Das ging wunderbar. Das war auch ziemlich lange noch so da dran. Also ich habe das nicht zurückgebaut, als ich wieder zu Hause war, sondern damit bin ich noch ein paar hundert Kilometer rumgefahren. Und hinter dieser großen Weide sind wir dann fündig geworden. Hier sieht man erstmal noch nichts, aber wenn man hier so auf der linken Seite so eine kleine Lichtung schließt sich da an und das war super, weil man, weil das von außen nicht einzusehen war und trotzdem man da so irgendwie einigermaßen ebene Erde hatte, um die Zelte aufzuschlagen. Wir haben nochmal eine kleine Suppe gemacht und zwar war das diesmal eine Pilzsuppe, weil das war unglaublich, was da pilzmäßig abging. Als ich mein Zelt aufgebaut habe, musste ich erstmal eine kleine Ecke freimachen von Pilzen. Also nicht Steine wegräumen, sondern Steinpilze wegräumen. Wir sind in den Wald gegangen mit dem Körbchen und haben Pilze gesammelt, haben dann am Anfang auch Maronen und alles Mögliche mitgenommen. Und irgendwann dachten wir so, nee, die ollen Maronen, die brauchen wir nicht. Wir nehmen nur die Steinpilze, das sind eh genug. Und dann haben wir eine richtig geile Suppe gemacht mit Pilzen drin. Die war super. Die Nacht habe ich dann allerdings nicht so gut geschlafen, weil ich irgendwie unter Wildcampen ist zwar immer alles spannend und so weiter, aber den Schlaf, den man da kriegt, das ist halt nicht der entspannteste Schlaf, weil du denkst halt immer, jetzt kommen irgendwelche polnischen Hooligans und möchten gerne den deutschen Wildcamper mal zurechtweisen. Das ist natürlich alles nicht der Fall, das ist natürlich Quatsch, aber trotzdem, das kannst du ja deiner Psyche nicht erzählen. Da stellen sich trotzdem bei jedem Geräusch, stellen sich dir die Haare auf. Allein psychologisch auf einem Campingplatz, der zwar geschlossen ist, aber wenn du weißt, dass du so eingezäunt bist und dass du da sein darfst. Wir durften da ja nicht sein. Am nächsten Tag sind wir weitergefahren und haben dann auf dem Weg von unserem Übernachtungsspot diesen beknackten See doch noch gefunden. Oh Manometer, echt jetzt mal. Also der war auch gar nicht mehr so weit entfernt von da, wo wir übernachtet hatten. Und wäre auch sehr schön gewesen. So ein schöner See. Klar, und es gab sogar noch einen kleinen Steg. Wir hatten dann überlegt, vielleicht hätten wir unsere Zelte auf den Steg draufstellen können. Das wäre auf jeden Fall mal very special gewesen. Es handelt sich übrigens um den, auf Deutsch heißt er, den großen Papenziensee, von dem ich noch nie gehört hatte, der aber wirklich sehr groß ist und der auf Polnisch Jezioro Bobiesz und dann verließen sie ihn heißt. Der liegt an der Grenze zu Pommern und hat auch noch, wie gesagt, deswegen einen deutschen Namen, auf den ich in diesem Fall gerne zurückgreife. Über die Dörfer ging es dann erstmal wieder zurück Richtung Westen und das ist da zwar
alles ziemlich flach und da gibt es auch eher Kreuzungen als Serpentinen. Aber nichtsdestotrotz, zwischen den Ortschaften ist es auch immer ganz schön. Und eine schöne Allee ist doch auch super zum Fahren. Wenn man den Blick in die Weite schweifen lassen kann, das ist ja auch mal ganz nett. Es ist ja nicht immer alles nur Schräglage, was zählt, sondern Blick schweifen lassen. Das macht auch eine Menge Spaß, wenn die Landschaft schön ist. Irgendwann war dann auch mal wieder tanken angesagt und dann ist mit der Kamera das passiert, was mir schon ganz oft passiert ist, nämlich ich lasse sie an beim Tankvorgang. Das reimt sich sogar. Da kommen manchmal ganz nette Zeitraffer-Videos bei raus. In diesem Fall war es leider nicht so. Deswegen fahren wir mal lieber direkt weiter. Das hier war dann so ein Teilstück, da hatten sie, glaube ich, die Schneise, die die Straße sowieso durch den Wald gezogen hat, gleich genutzt für so ein paar Hochspannungsmasten oder sowas. Und damit die nicht aus Versehen jemand fällt, haben sie die irgendwie rot-weiß angestrichen. Auf jeden Fall fuhr man da die ganze Zeit unter dieser Hochspannung durch. Für mein Motorrad war diese Reise insofern was Besonderes, weil nämlich die 100.000 Kilometer voll werden würden irgendwo auf dieser Tour. Und umso näher ich dieser 100.000 kam, umso vorsichtiger bin ich dann gefahren, damit ich ja das nicht verpasse. Dabei ist ja der 100.000. Kilometer ist ja immerhin Kilometer lang und man braucht ja irgendwann nur innerhalb dieses einen Kilometers stehen bleiben, um ein schickes Foto zu machen. Aber ich wollte es auf gar keinen Fall verpassen und die anderen wussten das nicht und ich bin halt irgendwann tierisch langsam gefahren und die haben gedacht, ich hätte irgendwelche anderen Probleme. Auch der Rückweg hat uns über Stettin geführt, beziehungsweise jetzt nicht Stettin selbst, sondern die Autobahn, die um oder die Schnellstraße, die um Stettin herumführt. Wir wollten noch was essen zwischendurch und sind dann in so einem Gewerbegebiet gelandet. Ich habe immer nicht so richtig Bock, in irgendwelchen Franchise-Fastfood-Läden abzusteigen, sondern suche immer nach so ganz bestimmten Merkmalen, die so ein Laden haben muss, damit ich den geil finde im Urlaub, um da was zu essen. Meistens sind das so einfach irgendwelche Imbissbuden, die an irgendwelchen Parkplätzen stehen. Oder wenn irgendwo viele Einheimische sich in einer langen Schlange hinstellen, dann finde ich das auch mal geil. Und das traf auf diese Bude hier zu. Lest das mal, was da steht. Ganz genau, da steht Schaschlik. Und daneben steht noch ganz klein, wahrscheinlich so übersetzt, eine Schaschlikeria. Und der Laden war wirklich geil, weil da gab es nichts anderes als Schaschlik und Pommes und ich glaube noch einen Krautsalat. Zum Glück war die Schlange vor uns so lang, dass wir uns immer bei den Gästen, die vor uns dran waren, abgucken, wie der Bestellvorgang war. Man bestellte nämlich grammweise und musste immer sagen, wie viel Gramm Schaschlik man von so riesigen Schaschlikspießen haben möchte. Und ich habe dann, glaube ich, 200 Gramm bestellt. Das war wirklich nur Fleisch und Zwiebel immer abwechselnd und dann so eine geile Soße drauf. Das war wirklich mega lecker. Und das nächste Mal, wenn wir da vorbeikommen, dann ist diese Bude schon gebucht. Nach den 200 Gramm Schaschlik pro Person ging es dann bei bestem Wetter auf die letzten 200 Kilometer bis nach Berlin. Für Johannes waren es natürlich nochmal 600 Kilometer mehr, weil er oder 500, weil er noch einmal quer durch die Republik musste. Hat wieder eine Nacht bei mir in einer Laube übernachtet und ist dann sozusagen am Folgetag zurückgefahren. Und das wäre es dann erstmal gewesen mit diesem Videoreisebericht. Es tut mir leid, dass er wieder nur nach Polen gegangen ist. Das Material für den Ausflug, den wir dieses Jahr gemacht haben, das liegt auch schon vor. Ich wollte nur dieses Jahr erstmal von der Platte haben, weil ich dachte, es sind doch ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Vielen Dank, dass ihr euch das wieder angeguckt habt. Der nächste Reisebericht kommt bestimmt und vielleicht schaffe ich es ja auch schon mal schneller als in 12 Monaten. Vielleicht ja schon in einem, wer weiß, je nachdem, wie lange wir alle noch bei uns zu Hause in der Bude rumsitzen müssen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für euer Interesse und bis bald. Ciao.